The Empire's time has come. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video. Und heute geht es mal im Grunde um General Grievous. Ihr wisst alle, er ist rausgekommen und gegen Ende dieses Monats bekommen wir auch noch Obi-Wan. Da freue ich mich definitiv drauf. Zeigt es mit einem Däumchen, ob ihr euch drauf freut oder schreibt es in die Kommentare. Würde mich definitiv freuen, da ich ja gerne eure Comics lese. Heute habe ich mal einen Trick für euch, wie ihr General Grievous am schnellsten bekommt oder am schnellsten hochlevelt. Ich habe ihn nämlich relativ schnell hochlevelt. Und das mit einem Kollegen, mit Darklord. Darklord, Grüße gehen an dich raus. Ihr macht das so, ihr spielt Helden-Showdown, wechselt euch halt ab, sagt der eine spielt die Runde General Grievous und der andere spielt die Runde General Grievous. Aber das Problem ist ja an Helden-Showdown, jeder kann General Grievous nur ein einziges Mal spielen im Grunde. Einmal und dann musst du wieder neue Helden nehmen. Und jetzt kommt der Trick ins Spiel im Grunde. Ihr kämpft gegen die Gegner, euer Teammate ist Aiden Versio oder halt Kylo Ren. Ihr hittet die Gegner an, den einen Gegner dürft ihr töten, aber den anderen müsst ihr low machen, so dass er nicht stirbt, aber euch trotzdem töten kann, so dass er irgendwie, keine Ahnung, 150, 200 Leben hat. In der Regel sind das 3 Schläge auf den Gegner und dann hat er ungefähr so die HP. Das seht ihr hier jetzt auch nochmal im Hintergrund. Ich schlage ihn ein bisschen low, weil ich halt die Punkte generieren will für die Runde. Jetzt hat er genug Leben abbekommen und jetzt kann ich sagen, töte mich. Und daraufhin müsst ihr halt sterben, damit ihr nächste Runde wieder Grievous spielen könnt. Ihr verliert zwar jetzt die Runde, indem ihr halt runterspringt mit eurem Kollegen. Ihr müsst halt einen guten Kollegen haben, der auch sagen kann, ja komm, jetzt springen wir runter. Und ich versichere es euch, dass ihr die Runde danach auch noch gewinnen könnt, wenn ihr ziemlich gut seid. Ihr tut erstmal so, als wärt ihr die übelsten schlechten Spieler. So, hier, ich nehme wieder Grievous und dann dies und das. Und dann nimmt Darklord jetzt eigentlich wieder. Oder, ja, das ist Felix sogar im Hintergrund. Felix, Grüße gehen auch noch an dich raus, weil mit Felix und Darklord habe ich das ja gemacht. Stimmt. Richtig dumm. Felix hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet und Darklord hat diese Methode sozusagen noch ein bisschen verbessert. Ist im Grunde halt diese Grievous Level-Up-Methode, die ihr dort im Hintergrund seht. Und ich kommentiere das ja alles nach im Grunde. Und ja, dort seht ihr jetzt im Grunde, wie ich da mit Grievous draufgehe. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass er so wenig blocken kann, was ich ja verstehen kann. Aber seine mittlere Fähigkeit ist ziemlich schwach. Sein unerbitterlicher Fortschritt oder Vorstoß oder wie auch immer. Der wird ja sowieso hochgepatcht. Und man kann auch noch natürlich mit diesem Körperschild die anderen Schüsse abblocken. Was ziemlich gut ist, wie ich finde. Das, was ich gerne mache, ist mit den Roboterbeinen vorstoßen und dann direkt mit der linken, also L1 Fähigkeit draufhauen. Jetzt haben wir die Runde nicht gut hinbekommen, aber trotzdem halt Punkte bekommen. Ihr könnt ihn natürlich auch in Galaktischer Angriff spielen, da ist halt die Chance ziemlich gering und in Helden vs. Schurken finde ich sie extremst gering, dass man da mal eben kurz böse Seite wird, da es ja im Moment einen Bug in dem Patch gibt, dass man irgendwie manchmal ist man dauerhaft in so einer Helden-Playlist und manchmal ist man dauerhaft in einer Schurken-Playlist, so wie, dass man die ganze Zeit die Schurken und einmal die ganze Zeit die Helden zockt. Da hatte ich auf jeden Fall auch nicht gutes Internet. Grievous an sich finde ich gar nicht schlecht. Aber es gibt auch ein Leak von Some Info, dass Grievous einen brennenden Skin bekommt, dass er brennen soll. Wovon ich jetzt eher gesagt nichts halte. Und jetzt ist es ganz wichtig, Leute. In der Runde darf der Mitspieler das nehmen, was er will. Und der andere, der halt immer Grievous nimmt, nimmt immer Grievous. Und das könnt ihr halt auch bei Obi-Wan machen, wenn Obi-Wan rauskommt oder Anakin rauskommt. Oder welchen Hero ihr auch immer leveln wollt, der immer oft weg ist. Und da haut ihr jetzt im Grunde drauf. Gewinnt sozusagen die Runde. Wenn man halt gut ist und nicht stirbt wie Erik. Jetzt hat man Grievous halt nicht mehr und jetzt spielt ihr im Grunde die Runde nochmal aus mit anderen Charakteren. Zum Beispiel hier nehme ich jetzt Phasma, weil ich die noch leveln muss. Das einfach der einzige Charakter ist, der noch auf 40 muss mit Grievous. Und ja, im Grunde macht ihr das dann die ganzen Runden immer durch.
Und wenn ihr da mal auf der guten Seite seid, dann seid ihr im Grunde wieder in dieser guten Seiten-Playlist. Also geht ihr dann wieder aus der Runde raus. Verzweifelt nicht mit dem Suchen, dass ihr immer wieder in andere Lobbys reinkommt und so. Verzweifelt dadurch einfach nicht. Macht es einfach weiter. Macht es so, wie ich mache. Haut rein. Und ich hoffe, es hat euch eigentlich gefallen, so ungefähr, dass man diesen Tipp so nutzen kann. Und dann könnt ihr im Grunde auch noch die Runde gewinnen. Weil ich möchte eigentlich dieses Video jetzt nicht strecken, weil das eigentlich ganz kurzes Video sein soll zu dieser Level-Up-Methode. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob es euch weitergeholfen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann mache ich vielleicht noch ein Video, da ich vielleicht irgendwie noch eine Methode herausfinden werde oder so. Schreibt es in die Kommentare, ob ich noch ein Fazit zu Grievous machen soll und ein Guide vielleicht, wie man mit ihm spielen kann, weil ich glaube, manche Leute verzweifeln ziemlich mit ihm und sind auch kräftig dran, ihn hochzuleveln. Und wenn ihr jetzt schon wenn ihr Battlefront eine lange Zeit nicht mehr spielt, macht es jetzt einfach mal wieder an. Zockt ein paar Runden. Am 28. November kommt Obi-Wan und Geonosis. Also fangt es wieder an zu spielen. Haut rein und ciao.